Alter Schwede, wie soll das jetzt alles weitergehen? Ich stehe auf, noch nicht ganz wach, und ich bin schon wieder mittendrin. Nach dieser Nacht, erschlagen von den Sorgen, muss einfach funktionieren. Wir sind ja seit einigen Jahren in einem Rhythmus. Wir investieren ein Jahr richtig in Songwriting und in die Produktion. Und dann gibt es ein Jahr, in dem wir touren, und das ist das Jahr der Ernte. Also ein Jahr voller Investment und ein Jahr voller Ernte. 2020 sollte ein Jahr der Ernte werden. Wir haben natürlich, als wir gehört haben, jetzt Lockdown und wir dürfen nicht mehr unterwegs sein, da war man gezwungen, darüber nachzudenken, loszulassen. So das, was man selber geplant hat, was man organisiert hat an Konzerten, an unterwegs zu sein, Termine, was weiß ich. Ja, es war eine richtige verrückte Zeit für mich persönlich, weil am Anfang habe ich das Ganze nicht so verstanden. Alles still um mich herum und ich fühle mich wie gestrandet, bin verloren. Also alles, was man irgendwie angepackt hat und versucht hat, fühlte sich so, als würde man paddeln, aber nicht von der Stelle kommen. Und ich glaube, das hat uns alle so erwischt, dieses Thema. Auf unterschiedlichste Arten, also verschiedenste Bereiche, wo wir einfach wussten, wenn wir da jetzt nicht loslassen, dann wird man frustriert, enttäuscht. Und das war eigentlich, glaube ich, so ein Prozess für uns, den wir so durchlaufen sind, als Band auch zusammen, um das Ganze zu verarbeiten, was so Anfang des Jahres passiert ist. Ich glaube, wenn wir Gott nicht hätten, dann würde man jetzt hier sitzen und sagen, oh Mist. Lass die Zeit gehen. Ich lass los, finde Freiheit. Es fühlt sich wie fallen an, doch am anderen Ende bist du. Und genau dieser Satz, es fühlt sich an wie fallen, aber am Ende, da stehst du und ich fall nicht tiefer als in deine Hand. Ja, das hält uns, glaube ich, aufrecht und auch fröhlich und dankbar, vor allem in dieser Zeit von Gott gehalten zu sein. Für mich war das schon befreiend am Ende, obwohl das ein sehr starker Prozess war, dann doch dahin zu finden, hey, ich darf einfach sein und ich darf mir jetzt auch die Zeit nehmen, mich zurückzulehnen und einfach mal die Familie zu genießen. Also ich glaube nicht, dass das sofort passieren konnte dadurch, dass man so loslässt und das alles irgendwie einordnen konnte und verstehen konnte, was jetzt passiert und auch wie alles weitergehen soll mit der Band. Und ich glaube, dass es nicht sofort gewesen ist. Es ist auf jeden Fall ein Prozess und ich glaube, dass wir auch immer noch da drin sind. Das ist ja schon krass. Man sieht überall, egal wohin man blickt, dass Menschen hoffnungslos werden oder hoffnungslos sind. Und je länger das dauert, desto hoffnungsloser. Ne? Und wir dürfen wirklich eine Hoffnung haben, die, egal wie krass der Sturm um uns herum tobt, die ist da. Ich wünsche mir, dass wenn der Song rausgeht und Menschen diesen Song hören, dass sie genauso wie ich oder wie wir als Band einfach loslassen von alten Gedankenmuster, vielleicht alten Konzepten, an denen sie festhalten, aber einfach loszulassen und sagen, hey, ich vertraue Gott, ich vertraue, dass es Hoffnung gibt in meiner Situation und ich glaube ganz fest, dass was Neues entstehen kann. Und ich möchte diesen Zug nicht verpassen, dass wenn was Neues entsteht, möchte ich dabei sein.